jetzt schon am Titel, es gibt Neuigkeiten. Das heißt Neuigkeiten, es gibt sehr wahrscheinlich Neuigkeiten zu einem kommenden Jurassic World Projekt. Was genau das ist, ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Das schauen wir uns nämlich zuallererst an. Es ist nämlich ein Clip erschienen und dieser Clip hat wohl eine bestimmte Bedeutung hinter dem Ganzen. Warum jetzt das Netz davon ausgeht, dass wir hier ein erstes Bewegmaterial für eventuelle Marketingkampagnen bekommen haben. Ich glaube nicht für die Serie, begründe ich gleich auch nochmal. Wir schauen jetzt auf jeden Fall uns erstmal diesen besonderen Clip an und dann erkläre ich gleich, warum der denn wirklich so besonders ist. Wir reden jetzt über diesen Clip und crashen da mal ganz kurz rein. Also aufpassen, um mitzudiskutieren. Ganz wichtig. Oh ja. Die Szene ist ja eigentlich fast 1:1 die Szene aus Jurassic World nachgestellt, oder? Nur halt mit einem T-Rex. Und wir hören einen Helikopter. Wahrscheinlich würden jetzt die meisten sagen, ja, das war halt ein Video von Rexy, wie sie auf der Flucht war, während sie zum Zeitpunkt von Jurassic World Dominion ja gejagt wurde. Wir wissen ja, sie wurde gejagt. Nachdem sie im Autokino gesichtet wurde, ist sie dann irgendwo untergetaucht und wurde dann eventuell tagsüber wiedergefunden. Und das könnte jetzt der Moment hier sein, in dem Rexy wieder aufgetaucht ist am helllichten Tag und eben gesehen wurde. Argumente, die jetzt aber dafür sprechen, warum sehr, sehr viele Leute aus dem Internet, gerade in der US-amerikanischen Region, gesagt haben, ey, das ist ein Clip, der uns zeigt, was nach Jurassic World Dominion passiert. Also erstmal, was für ein T-Rex könnte es dann sein, wenn wir jetzt sagen, wir haben ja Jurassic World Dominion hoffentlich alle gesehen, hier wird es jetzt zu Spoilern kommen. 3, 2, 1, Spoiler. Am Ende von Jurassic World Dominion haben wir alle gesehen, dass Rexy mit den anderen beiden T-Rex aus Jurassic Park 2 zusammen im Biosyn Valley, also wo die eben alle aufeinandertreffen. Aber es fehlt noch ein T-Rex, einer, den wir auch in Jurassic Park 2 gesehen haben, der inzwischen auch schon ausgewachsen sein müsste, und das ist nämlich der Baby-T-Rex. Ist nur eine Theorie, muss nicht stimmen, es gibt auch noch keine wirklich handfesten Beweise dafür, aber das hier könnte tatsächlich das Baby aus Jurassic Park 2 The Lost World sein. Warum macht das jetzt Sinn, dass das hier wirklich nach Jurassic World Dominion spielt? Folgender Punkt. Der ganze Dino-Tracker, diese ganze Kampagne rund um Google Earth mit Dinosauriern, war eine Werbekampagne, eine Meta-Werbekampagne, die nur dazu da war, Jurassic World Dominion zu bewerben. Das ist eine Marketingkampagne, die startest du, bevor du etwas veröffentlichst. Ja, das ist eine Geschichte, eine Kampagne, die uns eine Geschichte erzählt, die global passiert, damit wir nachdem wir die gesamte Welt erforscht haben, in den Film einsteigen können. Es hätte auch noch Sinn gemacht, wenn das hier gekommen wäre, bevor der Film auf DVD und Blu-ray rausgekommen wäre. Jetzt haben wir aber das Ding, dass der Film sowohl im Kino gelaufen ist, als aber auch das Heimkino, der Heimkino-Release schon vorbei ist. Es macht also keinen Sinn mehr, diese Werbekampagne hier fortzusetzen. Außer Universal sagt halt, ja, wir haben da so einen Spaß mit dem Dino-Tracker, wir machen immer noch mal so ein paar Clips. Ich könnte wetten, dass in so Clips, auch wenn die jetzt nicht legendär gut aussehen, vom CGI her, dass da schon Geld drin steckt, was man nicht einfach mal so raushaut. Deswegen gehen die Gerüchte im Internet davon aus, dass wir jetzt hier langsam einen ersten Hink bekommen auf das, was uns noch bevorsteht. Ich sage ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ihr habt jetzt auch schon geschrieben, könnte es die Animationsserie sein. Das glaube ich halt nicht. Es würde keinen Sinn machen, einen Real-Life-Trailer, einen Real-Life-Spot zu bringen und danach in eine Animationsserie reinzuswitchen, obwohl die Animationsserie ja irgendwie auch zwischen Jurassic World 2 und Dominion spielen soll.
Vielleicht führt man den Dino-Tracker auch nur deswegen weiter fort, weil man eben sagt, ja, das geht eben alles immer noch weiter, wie die Welt da halt aussieht. Und ich weiß es nicht, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass dieser Dino-Tracker in Zukunft nochmal wichtig sein wird. Den sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten, denn ich glaube nicht, dass das Teil so schnell abgeschaltet wird. Ich glaube, dass sämtliche kommenden Jurassic World oder wie es auch immer dann heißen wird, Projekte im Dino-Tracker irgendwie angeteasert werden. Das macht einfach nur Sinn. Ich meine, da steckt schon eine Menge Arbeit drin. Und das Ding kam mir auch wirklich gut an, der Dino-Tracker. Ich fand den auch oder finde den immer noch ziemlich geil als Meta-Marketing. Von daher würde es Sinn machen, zu sagen, ja, das, was wir jetzt hier sehen, spielt irgendwie darauf an, was wir in Zukunft nochmal bekommen könnten. Und ich habe da auch noch ein Video von einem US-amerikanischen YouTuber gesehen, der ein bisschen erklärt hat, was eventuell es mit diesem T-Rex auch auf sich haben kann. Der geht nicht davon aus, dass das hier jetzt der Baby-T-Rex ist, den wir kennen, sondern der geht davon aus, dass dieses Dreiergespann zwischen Rexy und den anderen beiden T-Rexen es irgendwie geschafft hat, sich nochmal fortzupflanzen und dass das aus irgendeinem Grund außer Kontrolle geraten ist. Das hört sich so ein bisschen an, als wäre da jetzt so eine Armee von Tyrannosaurus Rex ausgebrochen. Das fände ich jetzt ein bisschen schwachsinnig. Ich finde, das Baby macht irgendwo doch Sinn, weil das haben wir jetzt ja noch gar nicht gesehen und das würde auch passen von der Größe her. Und du hast auch nirgendwo hinterlegt, wann das Ganze jetzt spielen soll. Ja, du hast ja bei vielen Filmen, wenn du da in bestimmte Websites reinschaust, gerade auch bei Star Wars, da ist ja jeder Fact-File ist mit irgendeinem Datum versehen, damit du das irgendwo chronologisch einordnen kannst. Das ist jetzt hier zum Beispiel nicht der Fall. Das heißt, das kann. Ey, keine Sau weiß halt, wann das spielt. Das heißt, der Dino-Tracker simuliert auch ein Erlebnis nach aktualisierten Daten. Das heißt, das, was als neuestes gezeigt wird, wie jetzt dieses Video, ist auch die aktuellste Sichtung. Noch ein Grund mehr, warum das hier nach Jurassic World Dominion spielt. Bis jetzt war jede Sichtung, das heißt, wenn jetzt ein Video hochgeladen wurde am Dino-Tracker am 5.5. um 5 Uhr, dann ist das das offizielle Datum, wann die Sichtung eben gemacht wurde. So, das heißt, das offizielle Datum von dem Teil hier war gestern oder vorgestern, meine ich. Also, es spricht schon sehr viel dafür, dass wir hier wirklich langsam darauf vorbereitet werden. Ja, auch wenn es nur irgendwie so ein Hink in die Richtung ist, haltet den Dino-Tracker mal im Hinterkopf. Vergesst nicht, dass es den noch gibt. Könnte auch einfach nur der Fall sein. Muss man jetzt halt mal drauf achten, so ein bisschen, was da noch alles dahinter stecken könnte. Das würde schon Sinn machen, was du sagst. Ich denke auch, dass das nicht so verkehrt ist, so eine Denkweise. Erst schauen, ob die Narben die gleichen wie von Rexy sind. Da bin ich jetzt, nee. Vor allem sieht man die ja auch nicht wirklich jetzt hier, oder? Ich meine, wir sehen sie hier in dem Shot und danach wahrscheinlich nie wieder, ne? Hier sieht man auch nochmal was. Hier oben sind nochmal Kratzer an der Schnauze. Ihr nehmt euch das Bild ruhig mal und checkt das mal ab, ob das sein könnte. Auch hier zum Beispiel, wenn man jetzt mal hier den Clip. Warte mal, Martin, irgendwo da. Hier ist der Rex nochmal drauf. Er ist jetzt zwar weiter weg, ja, aber er wirkt auch irgendwie kleiner, oder? Ich meine, Rexy wirkt ja schon brachial und irgendwie alt. Es kann auch einfach nur Kopfsache sein. Am Ende ist es dann doch Rexy und wir irren uns einfach alle. Ich dachte, das Baby ist der aus Jurassic Park 3 gewesen, also tot. Nee, ist es nicht. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Es ist sehr unwahrscheinlich. Da gibt es auch noch kein offizielles Statement dann dazu. Wir haben aber auch schon mal besprochen, warum das sehr unwahrscheinlich ist. Außerdem, ey, die können immer noch die Story ändern, wie sie wollen. Wenn wir den Hals sehen könnten, könnten wir bestätigen, ob das Rexy ist oder nicht. Ja, warte. Das wirst du halt hier nicht machen können, glaube ich. Du siehst ihn halt eben auch nur hier einmal. Und dann eben nochmal hier, wo er unter das Auto guckt. Das ist eigentlich die, ja. Das hier ist eben so nah wie möglich. Näher geht's halt nicht. Ich meine, du siehst jetzt hier, das sind jetzt hier wirklich so drei Schnitte. Sieht aber, nee, sogar vier. Sieht aber mehr aus wie von einem großen Dino, der an der Schnauze gepackt wurde. Ist vielleicht der Dinosaurier, der T-Rex aus Jurassic Park 3, der überlebt hat. Das weiß ich, ey. Colin Trevorrow macht ja eh, was er will. Die Kratzer könnten vom Pterycinosaurus sein. Die könnten tatsächlich von dem sein, oder? Naja, ja, aber egal, was für ein T-Rex das ist. Nehmen wir jetzt mal an, es wäre Rexy als Beispiel. Trotzdem scheint der Clip aber nach Dominion zu spielen. Also wie kamen die da wieder raus? Das ist ja auf gar keinen Fall in Biosyn Valley hier, oder? Die werden ja nicht in Biosyn Valley einfach so eine Lagerhalle eröffnen. Und es scheint auch, hier steht es ja sogar, dass eine Person versucht, die seltsamen Geräusche hinter diesem Container zu erforschen. Also was da so komische Geräusche macht. Und dann kommt der T-Rex erst um die Ecke.
Wo ist denn das Video im Dino-Tracker, USA oder Europa in den USA? Hier oben hast du sogar die Koordinaten hast du hier oben gegeben. Kannst du ja mal reinschauen, ob du auch irgendwie ein Datum findest, wann das Ganze spielen soll. Ich habe jetzt selber auch schon mal geschaut gehabt, im Dino-Tracker selber, aber du bekommst eben nur die Punkte auf der Karte gezeigt und dann öffnet sich eben dieses Fenster hier. Du siehst eben nicht, wann die Sichtung gewesen sein soll. Und da Learn More eventuell, da habe ich jetzt gar nicht drauf geklickt. Ihr könnt ja mal gucken. Ihr könnt ja gerne mal drauf gehen und könnt dann sagen, ob ihr da was rausgefunden habt unter Learn More, ob das wirklich aktuell ist. Aber es würde halt wirklich keinen Sinn machen zu sagen, ja, das ist jetzt halt, das spielt jetzt noch vor Jurassic World Dominion und das knallen wir halt erst jetzt raus, weil wir gerade mal Bock dazu hatten. Kann ich mir nur ganz schwer vorstellen. Ich glaube, da steckt ein bisschen was dahinter an Idee. Indominus Rex sogar, weil der Indominus hat drei lange Klauen und einen kleinen. Ja, das kann auch sein, aber dann würde das ja genauso auf Rexy hindeuten. Das ist ja egal, also das wäre trotzdem Rexy. Wie gesagt, es würde auch Sinn machen, dass diese Szene irgendwann spielt nach dem Intro von Jurassic World Dominion, wo sie eben dann noch nachträglich eingefangen wird, aber warum kommt das erst jetzt raus? Warum zeigt man uns das erst jetzt? Wenn wir hören jetzt den Helikopter noch. Es würde auch Sinn ergeben. Also, da müsste man eben mal gucken, ob auch das Autokino in Oregon gewesen wäre, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Rexy irgendwie, was weiß ich, durch vier Bundesstaaten gelatscht ist, bis sie eben wiedergefunden worden wäre. Könnt ihr alles mal abchecken? Der ist auf jeden Fall noch online in Dino Tracker. Den könnt ihr euch dann ganz beherzt einfach mal unter die Lupe nehmen.